Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Baphomets Fluch Director's Cut. So, letztes Mal wurden wir fast von einem durchgedrehten Käferverkäufer, Händler in Stücke gehackt, weil anscheinend Al-Ikl-Kalb nicht das heißt, was Neo vorgibt, gemeint zu haben. Von daher sollten wir noch diesen kleinen Übeltäter mal besser zur Rede stellen. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Ja. Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Autsch. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Guter Konter. Aber trotzdem, ich will wissen, was das nun heißt. Danke, dass du mir die Bürste besorgt und dafür mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Keine Ursache. War mir eine Ehre. Ach, ist das nicht ein lieber kleiner Arsch? Bis dann, Neo. Und Chauzi, Sir. Ja, Chauzi, du mich auch. Kann doch nicht wahr sein. Oh, Mann. Wir haben auch immer noch kein Geld, um diese... Ja, Vielleicht haben diese beiden Touristen ja Geld, ne? So amerikanische Touristen, die auf der Suche nach Antiquitäten sind. Ich müsste ihnen am besten Antiquität besorgen und verkaufen. Das ist ja auch eine Idee. Aber erstmal die Klobürste. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen. Wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Ja, macht auch wiederum Sinn. Übrigens bin ich gerade sehr froh, dass hier endlich wenigstens ein bisschen arabische Musik wieder läuft. Das letzte Mal hatte ich irgendwie einen Bug und es lief entweder nur die falsche Spielemusik oder gar keine. Ach, bin ich ja beruhigt. Schon angenehmer. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Er sagt zwar immer noch nichts, aber na gut. Okay. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ist klar, du mich auch. Ich glaube es irgendwie fast nicht. Aber wir haben den Kloschlüssel. Warum auch immer wir den haben wollten, frag ich mich gerade, ehrlich gesagt. Aber wir haben ihn. Ein endlos Handtuchspender. Weil es auch immer auf Toiletten Gegenstände gibt, die wir sehen und haben wollen, oder? Keine Ahnung. So. Wozu? Soll ich jetzt so lange rollen, bis da einfach das Ding alle ist? Ich lasse es lieber. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Also gar nicht. Oder extrem. Wenn es direkt nach 5 Minuten schon geklaut wurde, die Klobürste, und er seitdem keinen Bock mehr hatte, ist so eine Frage, ne? Oh Gott. George, das hast du gerade nicht wirklich getan. Naja, lassen wir das Thema. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Wieso? Gibt's in Frankreich andere Toiletten? Weiß da jemand was? Naja, also... Das hier würde ich auch seltsam finden, aber hey, andere Länder, andere Sitten. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Na gut. Das Toilettendesign unterscheidet sich leicht von dem, was ich gewohnt bin. Aber eine Spülkastenkette ist überall auf der Welt gleich. Ja, siehste, von daher kann man auch in anderen Ländern zurechtkommen. Aber wenn man sich hier die Risse in der Wand ansieht, was ist das für eine Bude, ey? Oh. Ups. Ups. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Abgestaubt, ja. Das Wort trifft ziemlich, wenn wir ehrlich sein sollen, oder? Ja, das trifft es ziemlich. Na, dann gehen wir halt wieder. So, jetzt haben wir wenigstens auch wieder die Geräusche, die wir haben wollen. Die Mucke ist zwar immer noch gerade schon wieder weg, aber naja.
Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr, Freunde? So sieht's halt aus. Okay, Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Reden wir doch mal über die neuen Themen. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Genau. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Das ist natürlich doof. Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Hier geht's. Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht, das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken, klingt sehr malerisch. Es gibt eine Menge schöne Plätze auf der Welt, die im Endeffekt vielleicht einen tollen Namen haben, aber scheiße klingen, beziehungsweise die scheiße klingen, aber dann toll aussehen. Okay, bis bald, Wayne. Sagt nichts aus. Worauf Sie sich verlassen können, George. So, hallo Pearlchen, kannst du mir weiterhelfen? Ich brauche Geld. Hallo Pearl. Hallo George, schön Sie zu sehen. Um genau zu sein, brauche ich 50 Yankee-Dollar. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein. Mit meiner Verdauung? Okay, ja. Zum Glück geht sie nicht weiter ins Detail. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Ihr beide seid typische Amerikaner. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Ganz andere Dinge. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oho. Sie meinen Taxi? Nur gefahren? Ja. Nein, Duane hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Duane meinte aber, ihr seid in der wilden Gegend herumgekurvt. Okay, jeder sagt was anderes. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ja, das glaube ich auch. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Oh, wir hätten mit Ultar reden sollen. Der weiß doch mit Sicherheit, was Il Ackel Kalb heißt. Ich meine, es ist nicht mehr wichtig, aber für mich interessant. Ich will das da, diese Figur. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Naja, aber anders... Ich muss ja irgendwas für Sie finden, ne? Warte mal. Jetzt hab ich's wieder im Kopf, genau. Er spielt gerade mit dem Ball. Tada! Perfekt. Ich würde mal sagen, diese Statue gehört mir. Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Sieht sie dadurch nicht irgendwie auf einmal altertümlich aus? Wie eine wertvolle Reliquie? Wie ein kostbares Artefakt vergangener Zeiten? Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Und schon haben wir etwas Altertümliches. Pearl! Liebste! Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Ebenso, Pearl. Immer doch. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wäre es mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht... Sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder? George? Großer Gott, nein, Pearl. Nichts liegt mir ferner. Nichts liegt mir ferner. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen. Ja. Verdammt, sieht so neu aus. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Nice. Ha. Ich habe das übrigens nicht mehr gewusst, aber ich habe nur in mein Inventar geguckt und dachte, was kann ich denn benutzen, was ich habe, um irgendwas dran zu verändern am Aussehen? Da fiel mir jetzt
Das hier zum Reinkratzen ein, das zum Zerschlagen, bringt nichts. Dann dachte ich, hey, Farbe. Vielleicht klappt ja Farbe. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Hoffentlich hat sie sich das nicht gemerkt. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aber da ist eine Sache. Oh. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Ah. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. glauben Sie mir. Es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duellen suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Okay, bestimmt ein mächtiges Argument. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein... Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber geil, sie haben sich... Geil, die Wahrscheinlichkeit, ich hatte es glaube ich damals noch nie gemacht, dass ich aus Versehen erst die falsche Statue gezeigt habe. Und er muss sich was einfallen lassen, aber hey, gute Rettung. Unglaubwürdig, aber gut. Nicht Hallo schlecht. Duane. Hallo George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Du musst das kaufen. Deine Frau will's. Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Klar. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Nice. Und das ist für Sie. $50. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Ich fühle mich ja fast schon schlecht, oder? Aber nur fast. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ah, endlich habe ich meine Kohle. Und direkt wieder ausgeben? $50. In den Staaten hätten Sie für mich nur einen netten Abend in der Bar dargestellt. Hier in Marib sind Sie harte Währung. Ja, so sieht's aus. Hier in Marib ist das wohl ein bisschen mehr wert. Echte Yankee-Dollar. Und jetzt wir reden mit Ultar. Beste Taxifahrer der Welt mit Klimaanlage. Das kann spaßig werden. Hallo Ultar. Da bin ich wieder, Ultar. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Siehste, er ist einfach nur ein Gentleman. Ich liebe ihn. Naja, also, wie man's nimmt. Was bedeutet Il Ackelkalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Oh. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. What? Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Oh. Das ist eine harte Beleidigung für einen Kebab-Verkäufer. Il Ackelkalb. Okay, ein Satz, den wir jetzt alle vergessen. Weswegen ich ihn bestimmt nicht als Titel einer Folge verwenden würde. Nie im Leben, um Gottes Willen. Wofür haltet ihr mich? Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Ja. Tja, vielleicht. Unglaubliche Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Unglaublicher Glücksfall. Sonderbonus. Ach, was haben wir nur für ein Glück. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Ja. Mister,
Wir müssen uns in Eile üben. Okay. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh. Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Oh, Mann. Oh, Ultar. Ultar schwingt die Hüfte. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. Ja, das... George. Das ist wirklich... Ist er nicht ein lieber Kerl? Ich sag's doch immer wieder. Armeelaster, das kann ja heiter werden. Oh. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Ja. Na dann, auf geht's. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Mari. Das einzige. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bäh. Ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Geil. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Na klasse, jetzt brauchen wir noch einen neuen Keilriemen. Hey. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette. Oh. Sie ganz krümelig im Keks, was? Ja, bin ich. Scheiße, ich dachte, das wäre ein wunderbarer Keilriemen. Naja, man kann es ja versuchen. Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Sind das nicht goldene Worte? Absolut. Ein Keilriemen, ha? Huh? Geil. Irgendwas muss die Kette ja sein. Muss ich die jetzt kaputt kloppen? Vielleicht doch nicht. Gips? Boah, an dieses Rätsel kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das ging. Okay. Dwayne, weißt du was? Aber ist eigentlich cool, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Immer gut. Hallo, Dwayne. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Gut gesprochen. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ein Keilriemen ist doch ein Stück Gummi. Ein Gummi. Das werde ich ja wohl irgendwo auftreiben können. Also, das ist ein gespannter... Moment. Es muss nicht unbedingt Gummi sein. Es muss einfach nur so ein Riemen sein. In einem Stück. Das ein bisschen was aushält, ne? Jetzt ist es mir wieder eingefallen, ja. Wir müssen wieder auf die Toilette. Also, das mal in einem Videospiel zu sagen, ne? Ey, wir müssen ganz dringend wieder auf Toilette. Das einzige andere Spiel, wo man das sagt, ist, glaube ich, die Sims. Und andere seltsame Kopien davon oder so. So, dann gehen wir also nochmal aufs Klo. Ja, warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen? Natürlich. Und dieser Schlüsselbund hat ja auch 2 Schlüssel. Jetzt fällt mir das alte Rätsel auch wieder ein, genau. Man schließt diesen Kasten auf und schnappt sich den Kram. Zack. Her damit. Ein Stück von einem groben, grauen Handtuch aus der Toilette des Club Alamut. Siehste, Keilriemen. Fertig. Nicht gerade das Goldene vom Ei. Gelbe. Sagt man das Goldene vom Ei? Sagt man das Gelbe vom Ei? Gott. Es scheint mir unfair mit den Kloschlüsseln. Ja, mach mal. Kennt ihr das, wenn ihr einen Spruch im Kopf habt und ihr dann sofort nicht mehr wisst? Scheiße, war das jetzt richtig? War das gerade voll der Bullshit, den ich erzählt habe? Ich bin nicht sicher. Und bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Ich weiß auch nicht. So, Ultar. Jetzt wir machen Keilriemen mit Handtuch. Hallo, Ultar. Sie seien krümelig im Keks, oder was? Das ist so süß schon wieder. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtige Teil. Jawohl. Das wollte ich hören.
Fulda nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Ich glaube auch. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Natürlich. Auf geht's. Wobei ich ja auch Schiss habe, ne? Schließlich wollte Khan auch hier hin. Oder Morlan. Aber ich glaube mal Khan. Khan ist für mich immer sein Name. Hat auch mehr Stil. Und Khan ist auch der Bösewicht aus Star Trek. Und zwar sowohl aus Star Trek Into Darkness, als auch Star Trek 2. Der Zorn des Khan oder so? Wrath of Khan? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, wir werden beobachtet, oder? Ist das nicht eine Art Fernglas, durch das wir gerade gucken die ganze Zeit? Sehr beunruhigend. Okay, da sind wir. Neues Handtuchteil. Das Handtuch aus der Clubtoilette. Ulta hat es der Länge nach in zwei Teile zerlegt. Okay. So, willkommen in Bull's Head Hill. Schön hier, hä? Geht so. Hier hinten sind ein Stück Wald, wo wir hochgekommen sind anscheinend. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo sich der Klausner befindet und die Linse natürlich finden. Von daher, mein Name ist Alex. Bis dann!